Und wenn du es noch nicht gemacht hast, schreib mir jetzt gerne deine Server-IP in die Kommentare und abonniere diesen Kanal kostenlos, damit du nicht verpasst, wenn ich deinen Server vorstelle. Moin, Servus, moin. Ja Leute, damit willkommen zurück zur neuen Serverstellung auf meinem Kanal. Heute der MineraMC.de Server. Ich weiß gar nicht, ob ich es recht ausgesprochen habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir starten hier in der Lobby. Ich muss sagen, die Lobby sieht mega nice aus. Ob sie gedownloadet ist, weiß ich nicht. Wir können gerne mal wieder die Kommentare schreiben. Ey, yo, die ist gedownloadet von dem und dem Server, habe ich schon mal gesehen. Oder die ist selbst gebaut. Machen ja ein paar Leute, finde ich ganz schön, dass es da so ein paar Spezialisten gibt. Ja, auf jeden Fall fangen wir direkt mal mit dem Inventar an. Hier die Gadgets, da gibt es hier ein paar Artikel, die verschiedensten. Hier kann man zurückgehen. Die Lotterie kann man alle, weiß ich nicht, ich habe schon abgeholt. Auf jeden Fall habe ich 44.000 Coins bekommen, war auf jeden Fall ganz nice. Dann gibt es die Gadgets hier: einmal den Endtag, dann das Jump'n'Run, das Feuerwerk, auch ein Premium und Smasher, auch ein Premium. Hier kann man direkt das Jump'n'Run auswählen, dann macht man hier einen Jump'n'Run. Und ja, ist auf jeden Fall nice. Ich weiß nicht, ob man am Ende noch Coins bekommt, das weiß ich nicht. Dann gibt es hier direkt auch mal die Köpfe von den Ownern. Dass es 4 Owner gibt, ja, kann man machen. Dann gibt es hier direkt auch mal die Boots. Hier gibt es auch einen Premium-Rang. Die zwei kann man als normaler User holen. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ich habe die Partikel aus, aber man sieht es trotzdem so ein bisschen hier. Ja, finde ich ganz gut. Dann gibt es hier die Spieler verstecken. Kennt man, glaube ich, hier, dass man einfach draufdrücken muss und dann kann man da sich alles auswählen, was man sehen will. Dann gibt es hier direkt mal Skype PvP, da gehen wir auch direkt mal rein. Skype PvP, ja, ist halt Skype PvP. Ich bin da auch mal bei meiner Insel, also es gibt hier definitiv auch Skyblock. Skype PvP, was soll ich dazu noch sagen, großartig, ist halt normales Skype PvP, so wie man es kennt von anderen bestimmten Servern. Hier gibt es halt so einen Shop mit Crates, hier kann man sich Crates kaufen, Kits kann man sich holen, AMS und halt Skyblock. Ja, ich glaube, jeder kennt Skype PvP jetzt mittlerweile. Ist halt nicht das Outscoot Skype PvP, wie es andere Server haben, was ich gut finde. Ist halt das neuere. Und ich finde es gut, dass die Gadgets und die Boots bleiben, also gespeichert werden. Gungam, da ist momentan warten auf den Server. TTT können wir auch direkt mal reingehen. Bei TTT ist es so, ja, ich glaube, jeder kennt TTT. Hier ist es so, du kannst die Pässe erst benutzen, wenn die Runde losgeht. Man hat auch direkt 500 Karma, das bedeutet, man kann sich dann hier auch direkt einen Pass kaufen, wenn es losgeht. Finde ich auch ganz schön, wenn man sich mal so ein bisschen reintesten kann in einen. Auf jeden Fall gut durchdacht. Mineral Kingdom, keine Ahnung. Knockit finde ich sogar ganz gut, mal ein bisschen Abwechslung zu anderen Servern. Weil hier gibt es Kits, die du dir mit Coins kaufen kannst. Die Coins kannst du hier spielen. Hier finde ich es ein bisschen doof, dass die Coins API nicht serverübergreifend ist. Also nicht hier auf Knockit geht. Das finde ich tatsächlich ein bisschen doof. Das könnte man vielleicht machen. Ja, ich kann es aber auch irgendwo nachvollziehen, weil bei dieser Lotterie da gewinnt man schon viele Coins. Ja, wir können da mal runterspringen zu dem Typen hier. Guck mal her. Da kommt man auch direkt zu einer. Was? Hä? Was war denn das jetzt? Ah, ich habe 51, also hier bekommen wir anscheinend auch direkt schon ein paar Coins. Hä? Okay, los. Ja, gehen wir direkt mal wieder in Lobby, das war gerade ein bisschen weird, vielleicht war das ein Kit oder so, ich weiß nicht. Gehen wir direkt in Citybuild rein. Ja, Citybuild kennt man, glaube ich, nur dass man hier halt als normaler Spieler Skullrechte hat, das bedeutet, du kannst dir deinen Kopf jede Stunde holen, ist glaube ich, sonst ist halt alles das gleiche. Verschiedenste Updates gibt es auch. Hier werden halt die Updates angezeigt. Wenn es wirklich aktualisiert wird bei jedem Update, dann finde ich es nice, muss man ganz ehrlich sagen. Perks, Crates, Neverwar.Kopf, Home, Set Home. Bei Kopf finde ich das ein bisschen komisch, wenn man slash Kopf macht. Kommt eigentlich die Nachricht, mach slash Skull. Das finde ich ein bisschen komisch, aber naja, wie er will. Dann gibt es hier einen Shop mit verschiedensten Sachen. Finde ich ganz gut, weil hier gibt es Materialien, die du kaufen kannst und allerdings verkaufen kannst. Also man hat auf jeden Fall faire Chancen, sich hier auch Coins zu ergattern. Dann kann man hier reinspringen, wird direkt zur Farm teleportiert, beziehungsweise man bekommt hier... Okay, mal, gehen wir jetzt mal... Achso, hier kann man sogar Custom Farmwelten machen. Das ist nice. Gehen wir mal direkt mal zu einer Tierfarm. Also das ist wirklich gut durchdacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Dann hat man hier so eine Tierfarm, eingenommen, okay, jemand hat es schon eingenommen, was soll das, das sehe ich nicht ein. Auf jeden Fall ganz nice, muss man sagen, finde ich gut, dass die das so durchdacht haben, also ist mal definitiv was Neues, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert hier, schaut gerne hier vorbei, ist ein nicer Server, hat viel Potenzial, muss man einfach sagen, ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video, schaut hier gerne vorbei, wirklich, dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.
Pop Cholo. Raindrop, drop top, smoking, no cook in the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody.